Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zum heutigen Video-Update begrüßen. Aktuelle Perspektiven für Anleger und Kapitalmärkte, Analysen, Denkanstöße und konkrete Lösungen soll das Thema dieser Zusammenfassung sein. Letztendlich haben wir uns diesen Themen sehr ausgiebig in der Veranstaltung am 23. Mai in Darmstadt gewidmet und die wesentlichen Auszüge möchte ich Ihnen nun in den nächsten 30 bis 35 Minuten kurz vorstellen. Von der Agenda wird es so sein, dass wir uns natürlich zunächst die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten betrachten. Hier wird ja in den Medien sehr viel kommuniziert. Das eine kann man mit Sicherheit als News abtun, das andere sind vielleicht wirklich werthaltige Informationen. Hier geht es uns darum, die verschiedenen Aspekte zu bündeln und sie in einem sinnvollen Kontext zusammenzufügen. Dann natürlich der Ausblick zu Aktien, Renten, Edelmetallen und Co. Wo sind momentan gewisse Opportunitäten, aber wo liegen auch Risiken? Und hier natürlich nicht nur auf der Mainstream-Seite, sondern natürlich auch vielleicht Segmente und Meinungen, die momentan nicht wirklich in der Zeitung stehen. Und abschließend noch ein kleines Praxisbeispiel, Auswirkungen auf die eigene Finanzplanung. Das heißt, was können wir handwerklich in einer sauberen Umsetzung aus den Erkenntnissen der Kapitalmarkttheorie und auch der aktuellen Situation an den Finanzmärkten ziehen. Eurokrise, Schuldenkrise und Co. Darunter kann man ja alles subsumieren, was wir in den letzten Jahren und Monaten zu den Kapitalmärkten gelesen haben. Und wenn wir uns das mal im Großen und Ganzen anschauen, dann sind wir im Ergebnis dort, dass wir ein extrem großes Experiment der verschiedenen Zentralbanken sehen. Die verschiedenen Währungsräume wetteifern ja darum, welche Notenbank gerade mehr in die Preisfindung und die Mechanismen am Markt eingreift. Und wir schauen uns doch mal kurz an, was die Zentralbanken hier insgesamt vorhaben. Im Schritt 1 kauft man natürlich Anleihen und flutet das Bankensystem mit billigem Geld. Auch die Einlagen für die Banken bei der Zentralbank sind gering. Im zweiten Schritt haben natürlich die Banken, die das billige Geld halten, hier natürlich auch die Möglichkeit, diesen oder Teile des Geldes in andere Vermögensklassen mit höheren Renditen zu investieren. Das treibt natürlich die Preise für verschiedene Vermögenspreise nach oben. Im dritten Schritt erhofft sich die Zentralbank davon, dass wir uns als Verbraucher, dass wir uns vermögender fühlen, wenn unsere Immobilien im Wert steigen oder auch wenn unsere Aktien im Wert steigen, dann haben wir einen sogenannten Wohlstandseffekt und wir fühlen uns reicher und das soll dann soweit zumindest die Hoffnung hier dazu führen, dass wir etwas stärker konsumieren und dass die Unternehmen weniger sparen. Und das führt natürlich insgesamt dazu, dass ein steigender Konsum grundsätzlich natürlich positiv erstmal für die Wirtschaft an sich ist. Es muss mehr produziert werden, es wären mehr Rohstoffe benötigt und wenn der Warenverkehr steigt, dann ist das gut für die Logistik. Und wenn mehr Personal benötigt wird, dann wird auch mehr Bürofläche benötigt und dementsprechend hängt natürlich vieles am privaten Konsum und der soll hier letztendlich angekurbelt werden. Und im Ergebnis, das ist natürlich die Hoffnung hier der Zentralbanken, es soll sich grundsätzlich Wirtschaftswachstum einstellen. Wenn wir uns das aktuelle Level anschauen, dann sehen wir Schritt 1, da können wir einen Haken dran machen, Schritt 2, das auch definitiv. Bei Schritt 3 muss man sich ganz klar die Frage stellen, ob dieser Effekt in der Breite eingetreten ist. Zum einen natürlich die Vermögensverteilung sowohl in Deutschland als auch global natürlich sehr unausgewogen. Also ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung besitzt extrem viel und ein sehr großer Prozentsatz, der besitzt wenig. Und letztendlich ist es ja so, dass jemand, der 10 Millionen auf dem Konto hat, der wird nicht 100 Mal so viel konsumieren wie jemand, der 100.000 auf dem Konto hat. Und von dahingehend muss man diesen Effekt in Frage stellen, aber nichtsdestotrotz, das ist die Intention und hier scheint es momentan aber mit der Umsetzung in der Realität zu hapern. Vor allem da natürlich noch dazu kommt, dass viele Investoren sich im Rahmen der Finanzkrise von Aktien und anderen risikoreichen Vermögenswerten getrennt haben und dementsprechend gar nicht an dieser Vermögenspreissteigerung partizipiert haben. Schritt 4 und Schritt 5, da können wir einen Haken dran machen, da ist bisher überhaupt nichts passiert. Insgesamt die Entwicklung, Sie sehen es im Verlauf dargestellt, mal seit Mitte 2011. Wir sehen hier, Gold in der orangen Linie hat sich zuerst seitwärts entwickelt, dann ging es massiv nach unten. Das schauen wir uns später noch im Detail an. Hier in grün die Linie für den Rohstoffindex, der die verschiedenen Rohstoffgruppen bündelt. Hier muss man auch sagen, es ging runter, danach ein Seitwärtsverlauf. Also die Rohstoffstory hier momentan mit Sicherheit nicht intakt.
Schauen wir uns die Anleihen an für Deutschland. Das ist die Linie im Endeffekt ganz oben, die Rendite. Das ist doch relativ stark geprägt von der Suche der Investoren nach dem sicheren Hafen. Und hier in Hellblau mal der Weltaktienindex. Hier sehen wir im Endeffekt die starke Entwicklung in den vergangenen Monaten. Und der Aktienmarkt geht hier extrem nach oben. Und das, obwohl die Nachrichtenlage schlecht ist und auch die Investoren skeptisch bleiben. Aber das könnte ja auch genau einer der Gründe sein, warum der Markt steigt. Zum Zypern-Effekt hier nochmal kurz dargestellt: die Bankeinlagen in der Eurozone für die verschiedenen Länder. Und wir haben es mehrfach geäußert: für uns Zypern aus der Kapitalmarktperspektive ein Non-Event. Und Sie sehen es auch hier: die Einlagen in den nationalen Bankensystemen von den Inländern, die sind nach oben gegangen. Auch die vorläufigen Zahlen für die Folgemonate sehen sehr positiv aus. Also hier, wie gesagt, kein großer Ansteckungseffekt, wie ja teilweise in den Medien schon herbeigeredet wurde. Aber nichtsdestotrotz, für Sie als privaten Anleger ist es natürlich ein Ereignis, das man im Kopf behalten sollte, weil es war schließlich das erste Mal, dass hier private Gläubiger herangezogen worden sind. Und man muss nun schauen, inwieweit dieser Trend für die Zukunft Bestand hält und auch hier Wachsamkeit mit Sicherheit anzuraten. Was Worte bewegen können, das sehen Sie hier. Sie wissen, es war mal irgendwas mit der Euro-Krise. Es wurde über die Währung diskutiert und über die Verschuldung der Staaten. Momentan muss man ganz klar sagen, die Währungsthematik, die scheint vorerst vom Tisch zu sein. Es wird nur noch über die Schulden diskutiert. Aber nachdem sich der Präsident der Europäischen Notenbank, Herr Draghi, hier letztes Jahr geäußert hat, dass er alles tun wird, um die Eurozone und die Währung zu erhalten, sehen Sie die Reaktionen hier, die verschiedenen Renditen für die Staatsanleihen mal abgebildet. Wir sehen es: Deutschland mit 1,4%, Portugal mit 5%, Spanien, Italien bei 4%. Das ist doch bedeutend niedriger als die Krisenlevel, die wir zeitweise gesehen haben. Und momentan sieht der Kapitalmarkt hier eine gewisse Entspannung. Und es bleibt abzuwarten, ob diese Entspannung gerechtfertigt ist oder ob das vielleicht auch Vorschusslorbeeren bleiben. Nichtsdestotrotz, im Endeffekt muss man ganz klar sagen, die verbale Intervention hat gereicht. Die Notenbank hat danach nicht in den Staatsanleihenmarkt mehr aktiv eingegriffen, sondern die Versicherung hat gelangt. Das Thema Eurokrise natürlich noch dahingehend relevant, dass wir aufgrund der ungleichen Wettbewerbsfähigkeiten massive Probleme haben. Ich habe als Beispiel hier mal herausgegriffen die Arbeitslosigkeit in Griechenland, und Sie sehen es für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen ganz massiv und extrem natürlich für die Jugendlichen hier zwischen 15 und 24 Jahren mal abgebildet, damit die 60%-Quote durchschritten. Das natürlich extrem kritisch zu sehen, und das wird auch weiterhin noch meines Erachtens das dringendste Problem sein, eben nicht nur die finanzielle Seite zu beachten, sondern vor allem auch das Perspektive für die Menschen in den momentan angeschlagenen Ländern. Und es bleibt doch zu hoffen, dass sich hier die verschiedenen Notenbanken bzw. auch die Politik und die nationalen Regierungen hier mal sinnvoll in die richtige Richtung bewegen. Was die Konjunktur betrifft, hier mal dargestellt für die großen vier. Sie sehen es: die Veränderung des Bruttoinlandsproduktes jeweils in Veränderung zum letzten Quartal, egal welchen Bereich Sie nehmen. Naja, wir sind nicht im Boom, aber insgesamt muss man ganz klar festhalten, wir sind auch nicht beim Weltuntergang. Und dementsprechend ist natürlich auch gerechtfertigt, dass die Börsen zumindest sich auf einem soliden Niveau halten oder teilweise auch ansteigen. Ob es diesen massiven Anstieg rechtfertigt, das kann man in Frage stellen, wenn man die Realwirtschaft betrachtet. Nichtsdestotrotz, der viel zitierte Weltuntergang, der ist momentan nicht ablesbar. Auch ein Indikator, der von Skeptikern in dieser Zeit gerne herangezogen wird, ist der Baltic Dry Index. Dieser gibt ja Frachtraten wieder, und Sie sehen es im Endeffekt hier mal im Verlauf. Das ist die blaue Linie im unteren Chart, und der liegt immer noch am Boden, und da wird häufig argumentiert, dass dementsprechend ja die wirtschaftliche Aktivität gering ist. Hier muss man ganz klar festhalten, dass das Preisniveau weniger mit den Handelsaktivitäten zu tun hat, sondern einfach mit einer Überkapazität an Tonnage, und dementsprechend das ist ein Indikator, der in der Vergangenheit vielleicht mal ganz gut war, aber aktuell überhaupt keine Bewandtnis hat. Von dahingehend auch hier, wenn Sie Indikatoren betrachten oder diese in den Medien herangezogen werden, das ein oder andere gilt es doch mal kritisch zu hinterfragen, weil nur weil es in der Vergangenheit einen Zusammenhang gab, bedeutet das ja nicht, dass wir aktuell auch einen Zusammenhang beobachten können. Ja, was ist normal? Hier mal die Renditen im Zeitraffer dargestellt für verschiedene Länder. Und Sie bekommen ja momentan erzählt, dass die bösen Kapitalmärkte und die Hedgefonds und die Finanzinvestoren überhaupt, die treiben ja die armen Länder vor sich her, also die Länder, die immer alles richtig gemacht haben, die nie Fehler produziert haben.
Und naja, das kann man ja doch ein bisschen in Frage stellen, weil wenn Sie sich mal die Situation anschauen, auch vor der Euro-Einführung, dann sehen Sie hier die Rendite, die Deutschland für seine Staatsanleihen zahlen musste. Und Sie sehen, ja, die waren niedriger als Irland, die waren niedriger als das, was Spanien zahlen musste oder auch in Italien. Und als dann das Thema Euro-Konvergenz aufkam, sehen Sie hier, die Linien nähern sich an und jeder Schuldner hat die gleichen Renditen für seine Staatsanleihen bezahlt. Und das natürlich ganz klarer Zinssozialismus. Und wenn Sie mich fragen, was Realität war und was eine Blase war, dann ist meines Erachtens die Renditen vor der Einführung, die Differenzen, das war Realität. Dann die Zeit während dieser Euro-Euphorie, das war künstlich. Und nun haben wir es natürlich, wie es typischerweise ist, wenn Sie etwas künstlich aufpumpen und diese Blase platzt, dann kommt es natürlich zu extremen Ausschlägen. Und das ist das, was wir dann gesehen haben im Rahmen dieser massiven Risikoaufschläge, die auch zu verschiedenen Interventionen geführt haben, sei es der Europäische Stabilitätsmechanismus oder auch Interventionen der Notenbanken. Beim Thema Intervention der Notenbanken geht es natürlich auch darum, wo stehen wir in Sachen Inflation. Wenn Sie mich persönlich vor 5 Jahren gefragt hätten, mit welcher Geldentwertung wir rechnen müssen, wenn die Notenbanken sich so massiv engagieren und wenn Sie lesen, dass eine japanische Notenbank plant, die Geldmenge in 2 Jahren zu verdoppeln oder auch die massiven Interventionen der Notenbank in den USA, dann hätte ich offen gestanden mit ganz anderen Inflationsraten gerechnet. Und auch wenn wir hier natürlich die offiziellen Daten haben und wir alle wissen, dass unser persönlicher Warenkorb natürlich anders aussieht, nichtsdestotrotz muss man noch sagen, das Thema Inflation ist momentan nicht das Riesenproblem. Und deswegen sehen Sie es hier mal dargestellt: Großbritannien bei 2,4, die USA bei 1,1, Eurozone bei 1,2%. Man muss sich natürlich auch fragen, wo die wirkliche Inflation bei den Konsumentenpreisen herkommen soll, wenn A die Rohstoffpreise fallen und auch B mehr Angebot an Waren und Dienstleistungen da ist, als nachgefragt wird. Auch die Inflationserwartungen für die Zukunft, die sind eher niedrig, hier mal dargestellt für verschiedene Länder und Währungsräume. Insgesamt kommt ja momentan auch wieder das Thema Diskussion um die deflationären Entwicklungen auf. Das mag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, auch niemand kann es wirklich nachhaltig beurteilen, weil hier einfach zu viele Aspekte mit reinspielen. Nichtsdestotrotz das Thema Inflation momentan weniger auf der Agenda. Und das betrifft natürlich hier ganz klar die Konsumentenpreise und weniger die Vermögenspreise. Hier sehen wir natürlich andere Entwicklungen. Das Thema natürlich auch Hyperinflation. Wir Deutschen sind ja hier doch etwas besonders empfindlich, was das Thema Hyperinflation betrifft. Wir haben uns schon häufig zu dem Thema geäußert. Wir sehen das Thema Hyperinflation in Deutschland als relativ unwahrscheinlich an, weil typischerweise, so lehrt es uns zumindest die Geschichte, hängen ja Hyperinflationen auch immer mit massiven politischen Querelen, Umbrüchen oder auch mit kriegerischen Auseinandersetzungen zusammen. Und wir gehen nicht davon aus, dass die Produktionskapazitäten und die Angebotskapazitäten so massiv zerstört werden, dass so ein Szenario eintritt. Man soll ja niemals nie sagen, aber nichtsdestotrotz, momentan Hyperinflation, ganz klar Fehlanzeige und man sieht auch keine Anzeichen dafür. Und ein Grund natürlich mal hier auch dargestellt für die Vereinigten Staaten von Amerika, einmal die Geldmenge der USA, das ist der grüne Chart und Sie sehen es im orangenen Chart, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, ja, die geht nach unten, das ist momentan spiegelbildlich und dementsprechend hier nichts zu sehen von der Inflation. Ein anderer Aspekt, der natürlich viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang und auch sich ja wirklich deutlich zeigt, hier in den blauen Balken die Verschuldung der OECD-Staaten im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, das abgebildete auf der rechten Skala und dann im Verhältnis dazu die Renditen, die momentan die verschiedenen Länder für ihre Staatsanleihen zahlen. Und Sie sehen es, steigende Schulden, fallende Renditen. Das heißt, obwohl eigentlich die Bonität des Schuldners schlechter wird, muss er immer weniger Zinsen zahlen. Also hier wirklich Marktwirtschaft auf den Kopf gestellt. Aber das ist momentan der Trend, den wir zu beobachten haben, wenn wir uns die Schulden und die Zinsen anschauen. Zum Thema Währungskrieg wird ja auch vieles geschrieben und das ist auch immer eine schöne Sache. Aber wenn wir es uns doch jetzt mal wirklich auf der langfristigen Agenda betrachten und auch der japanische Yen, der ja momentan immer mal wieder im Fokus steht, Sie sehen es hier, der japanische Yen. Natürlich auch mit massiven Ausschlägen. Das ist diese braune Linie, die wir hier letztendlich haben. Und wir sehen natürlich auch diesen massiven Anstieg im Rahmen der Verunsicherung um die Euro-Krise und auch die Verunsicherung bezüglich der Schuldenentwicklung in den USA. Und jetzt dieser massive Absturz auf handelsgewichteter Basis.
im Rahmen der Intervention der japanischen Notenbank. Aber wenn Sie es mal insgesamt betrachten, wir sind doch immer noch in einem relativ breiten Korridor und das Thema Währungskrieg, in dem Moment, wenn ja jeder mitmacht, ob die britische Notenbank, die amerikanische Notenbank, die Japaner oder auch Europa, naja, zumindest so ein bisschen ist Europa auch dabei, dann hebt sich natürlich auch vieles wieder gegensätzlich auf und am Ende des Tages sind es dann doch natürlich einfach Schwankungen, die temporär sind, die sich aber langfristig wieder ausgleichen. Also von daher besonders spannend ist das Thema nicht, wenn man sich hier mal die langfristige Entwicklung anschaut. Die Frage natürlich, was heißt das für die verschiedenen Vermögensklassen? You can't predict, you can't prepare. Also Sie können nicht vorhersagen, Sie können sich nur vorbereiten. Und wenn wir uns das kurz anschauen, dann wollen wir hier nochmal eine kurze Idee dazu geben, wo wir momentan insgesamt hier auch stehen. Deswegen mal ein fundamentaler Zusammenhang zwischen Geld und Kreditmenge mal dargestellt. Grundsätzlich hier besteht ein enger Zusammenhang. Aber seit 2008 ist es zusehends wichtig, eben zwischen Kreditmenge und Geldmenge zu unterscheiden. Wir haben das Thema mal fachlich so weit heruntergebrochen, dass es aus unserer Perspektive nachvollziehbar ist. Sie sehen die Geldmenge, das ist wirklich das durch die Zentralbank in Form von Krediten an das Bankensystem geschaffene Geld, wenn wir es mal so formulieren möchten. Und die Kreditmenge, die wird dementsprechend durch die Banken geschaffen, wenn wirklich Kredite an die reale Wirtschaft vergeben werden, also sprich private Haushalte oder auch zum Beispiel Unternehmen oder können natürlich auch Kredite an dem Staat sein. Grundsätzlich gehen diese beiden typischerweise eher Hand in Hand, natürlich auch mit gewissen Ausschlägen. Aber seit der Finanzkrise und der damit verbundenen Vertrauenskrise sehen wir hier natürlich eine massive Störung in dieser Freundschaft und das führt natürlich zu verschiedenen Effekten. Für Sie als Anleger grundsätzlich wichtig, mal nachzuvollziehen können in dieser, sage ich ganz bewusst, simplifizierten Darstellung, was hängt wie zusammen und deswegen schauen wir uns mal kurz die Kreditmenge an. Die wirkt natürlich auf die Realwirtschaft. Und wenn man mal den Kreditzyklus, der mittlerweile auch schon einige Jahrzehnte andauert, mal außen vor lässt, muss man ganz klar sagen, dass man das Wirtschaftswachstum ganz klar in Zusammenhang mit der Produktivität und auch der Bevölkerungsentwicklung stellen kann. Und wenn Sie zu diesen Basisentwicklungen eben noch den Kreditzyklus dazu nehmen, dann erklärt das, warum wir diese starken Schwankungen auch hier in den Wirtschaftszyklen haben. Grundsätzlich aber auch hier wichtig festzuhalten, dass der Prozess der Kreditschöpfung immer eine gewisse Zeitspanne benötigt, bis er sich im Endeffekt in der realen Wirtschaft manifestiert. Und von dahin ist der 6-Monats-Kreditimpuls als vorlaufender Indikator oder mit einer Zeitverschiebung von 6 Monate durchaus ein interessanter Indikator und auch ein sehr treffender Indikator für die Entwicklung in der realen Wirtschaft. Im Gegensatz dazu die Geldmenge, wie wir sie eben mal definiert haben, die wirkt typischerweise auf Aktien und andere riskante Vermögensklassen. Wir sehen hier momentan, die Banken erhalten Zugang zu großen Mengen an billigem Geld und das wandert natürlich auch in zinstragende Vermögensklassen und erklärt natürlich auch die Renditen, die sie momentan bei Pfandbriefen, Hochzinsanleihen und alledem sehen, was renditetragend ist. Grundsätzlich erweckt natürlich auch dieser Eingriff, der ja auch als Quantitative Easing die Runde macht, der lässt natürlich wirtschaftliche und finanzielle Risiken verschwinden, was die Betrachtung von verschiedenen Vermögensklassen betrifft. Und der führt auch dazu, dass die Investoren sich mit sehr niedrigen Renditen bzw. Risikoprämien zufrieden geben. Auch hier wiederum Anmerkung für die Praxis, für die globalen Aktienindizes konnte man in der Vergangenheit einen hervorragenden Zusammenhang zwischen dem 3-Monats-Geldimpuls der Fed, also der US-Notenbank, und dem Aktienmarkt feststellen. Also das ist doch ein relativ guter Indikator für die Bewertung. Wir sehen auch hier die Manifestierung mal dargestellt für die verschiedenen Aktienmärkte. Sie sehen jeweils dargestellt links das jeweilige Land, dann dieser blaue Balken. Das sind die Annahmen für das Kursgewinnverhältnis, also das Wievielfache des Jahresgewinnes zahle ich denn für den Aktienmarkt. Das heißt, man setzt das einfach in Relation und dieser orangene Balken, der gibt Ihnen den, oder sorry, der orangene Punkt, der gibt Ihnen den 10-Jahres-Durchschnitt an und der rote Punkt ist das 10-Jahres-Tief, was wir bei den meisten Aktienindizes natürlich im Rahmen der Lehman Brothers Insolvenz fortfolgende gesehen haben. Und wir sehen es im Endeffekt mal hier, bei einigen Aktienindizes sind wir da schon über die historischen 10-Jahres-Durchschnitte drüber. Und hier sieht man unter anderem auch mal, wie dieser monetäre Impuls wirkt. Erkenntnis für die Zukunft, das kommt nicht auf die absolute Geld- und Kreditmenge an, die hier für die Realwirtschaft und die Aktienmärkte relevant sind, sondern die entscheidende Größe ist die Veränderung
des Wachstums, also wenn Sie so möchten, die Veränderung der Veränderung. Und wenn wir das mal kurz am Beispiel Geldmenge festmachen, dann sehen wir, dass durch die QE-Programme der Zentralbank die Geldmenge stark ansteigt. Der Aktienmarkt antizipiert im Endeffekt dieses vorhersehbare Wachstum bereits heute und in relativ kurzem Zeitraum in den Preisen, weil wenn die Notenbank verkündet, dass sie die nächsten 12 Monate jeweils für 85 Milliarden Dollar Staatsanleihen und Hypothekenpapiere ankauft, dann ist das natürlich relativ schnell in den Kursen drin und dementsprechend für die zukünftige Entwicklung dann der Aktienmärkte eben nicht die absoluten Zahlen relevant, sondern hier die Veränderung dieses Wachstums. Und von daher geht erklärt es auch, warum der Aktienmarkt sich mal relativ deutlich bewegt, wenn hier Diskussionen über das weitere Verhalten der Notenbank entstehen. Und hier das natürlich dieser monetäre Impuls. Aber nehmen Sie als Fazit bitte mit, das Kreditthema ist wichtig für die reale Wirtschaft, die monetäre Seite ist wichtig für die Vermögenspreise, aber es kommt nicht auf die absoluten Zahlen an, sondern auf die Veränderungen. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass eine endlose Fortsetzung dieser Eingriffe in das System nicht gleichzusetzen ist mit immer steigenden Vermögenspreisen. Also hier muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Was zählt, ist dieser genannte Geldimpuls und der verschwindet natürlich auch relativ schnell und das erklärt auch die starken Ausschläge, die wir immer nach den Beendigungen der verschiedenen QE-Programme gesehen haben. Ein Resultat dieser sinkenden Skepsis ist natürlich hier die sinkenden Volatilitäten hier mal dargestellt für den VDAX bzw. für den VIX, also das jeweils die Preise, die in Optionen bezahlt werden. Und Sie sehen es, die verschiedenen Ausschlägen bei Phasen der Verunsicherung, natürlich mit den massiven Höchstwerten im Rahmen des Platzens der Internetblase bzw. dem Anschlag auf die Zwillingstürme natürlich auch 2001. Und Sie sehen, die Linie fällt dann massiv nach unten. Also hier wirkt auch die Beruhigungspille der verschiedenen Notenbanken. In Conclusio, für Sie als Anleger sollte man ganz klar festhalten, dass alle Arten von Finanzinstrumenten, also strukturierte Produkte, Zertifikate und ähnliches, bei denen Sie Volatilität verkaufen, das ist momentan relativ unspannend, weil letztendlich, wenn Sie Volatilität verkaufen, und Sie sehen es hier im Chart dargestellt, wir sind ziemlich weit unten, wir sind unter den historischen Durchschnitten und wir sind mit Sicherheit nicht auf Leveln, die für diese globalen Probleme angemessen sind. Von daher ganz klar, Finger weg von allem, was Discount-Zertifikat, Bonus-Zertifikat, Aktienanleihe und ähnliches heißt. Die Renditen, die zwar draufstehen, die sehen interessant aus, aber das passt momentan überhaupt nicht. Von daher gehend vielleicht eher sinnvoll, sich auf die Gegenseite zu stellen. Und heißt hier für uns strategische Investoren, können diese Phasen nutzen, ihre Positionen abzusichern und das natürlich dann, wenn es günstig ist. Wir haben es hier mal an einem schematischen Beispiel gerechnet. Das bitte nicht einfach nachbilden, sondern das soll Ihnen natürlich nur ein Gefühl dafür geben, was es ungefähr kostet. Und wir haben das gerechnet am 23.05. und hier mal exemplarisch. Unser Anleger sagt, okay, ich möchte die ersten 10% Verlust des Aktienmarktes selbst tragen. Alles, was darüber hinausgeht, soll bitte von einer Versicherung getragen werden. Konkret ist es hier ein Put-Optionsschein mit dem Emittenten einer deutschen Großbank. Und dann sehen Sie es im Endeffekt, okay, das kostet mich 4%. Das heißt in der Spitze, 10% Verlust trage ich selbst als Selbstbehalt. Das kennen Sie von der Kaskoversicherung. 4% ist die Versicherungsprämie. Das heißt, der maximale Verlust liegt bei 14%. Wenn man etwas anders an die Sache rangeht und sagt, okay, ich bin bereit, 20% Schwankungen zu akzeptieren, dann sehen Sie, dass sich die Prämie quasi halbiert. Dementsprechend natürlich auch der maximale Verlust anders. Und als Daumenregel können Sie festhalten, dass je höher die Volatilität, die momentan am Markt vorhanden ist, Sie haben die Kurven ja gerade gesehen, und je länger die Laufzeit Ihrer Versicherung bestimmt ist, desto teurer ist auch der Preis der Absicherung. Diese Absicherung ist natürlich auch ein zwiespältiges Thema, weil sie kostet natürlich auch in guten Phasen Rendite. Von dahingehend gibt es unseres Erachtens hier nicht den konkreten oder immer den korrekten Selbstbehalt. Die Herangehensweise sollte viel eher sein, sein eigenes finanzielles Risikoprofil zu ermitteln. Hier gibt es ja auch wissenschaftliche Tests, die hier hervorragende Möglichkeiten bieten. Und wenn man dann dieses finanzielle Risikoprofil erstellt hat und weiß, mit welchen Schwankungen man leben kann, dann können Sie natürlich auf dieser Basis eine optimale Absicherung ermitteln. Und wenn Sie dann noch auf dieser Zahlenbasis im Endeffekt schauen, wann die Volatilität niedrig ist, dann kann man hier die Absicherungskosten individuell gestalten und natürlich wirklich auf ein Minimum reduzieren.
Auch ein Punkt, der häufig diskutiert wird, wie kann der Aktienmarkt steigen, wenn die Realwirtschaft doch schlecht dasteht? Und das ist kein Thema. Das ist kein Thema, was neu ist, sondern wenn Sie verschiedene wissenschaftliche Studien anschauen, sei es über 100 Jahre für die verschiedenen Industrienationen, sei es im Endeffekt für 30 Jahre Emerging Market Renditen, also Renditen in den Schwellenländern, dann wird man ganz klar feststellen, dass Aktienmarktentwicklung und Wirtschaftskraftentwicklung wenig miteinander zu tun haben. Sie sehen es mal hier im Vergleich auch der Trennlinie dargestellt. Und ein schönes Beispiel ist ja auch China. Schauen Sie sich das Wachstum an, schauen Sie sich im Endeffekt mal den Aktienmarkt an. Und da sehen wir, dass das typischerweise auch häufig auseinandergeht. Und dementsprechend das kein Phänomen, was in der heutigen Zeit neu ist, auch wenn da immer wieder drauf herumgeritten wird, dass es ja nicht gesund ist, dass der Aktienmarkt steigt, wenn hier die Wirtschaft zu kämpfen hat. Aber das war in früheren Phasen auch schon so. Also nichts wirklich Neues und Spannendes. Setzt man die aktuelle Aktienmarktentwicklung mal in eine Perspektive, hier gemacht für den Dow Jones seit dem Jahr 1900, dann sehen Sie im Endeffekt hier auf der Rechtsachse sehen die Anzahl der Handelstage und auf der Hochachse sehen Sie die prozentuale Veränderung und zwar jeweils die prozentuale Veränderung, nachdem der Markt 30% gefallen ist, also 30% das, was man hier als Korrektur annimmt. Und Sie sehen es mal hier dargestellt, die aktuelle Rallye, ja, you are here, da sind wir mit unserem grauen Dreieck der Markt, naja, roundabout 100% plus gemacht. Letztendlich hier etwas über 1000 Handelstage, aber wir sehen es auch nach anderen Abschwüngen am Aktienmarkt von über 30%, wie hier 1987. Da hat der Markt 600% plus gemacht und das Ganze ging 3000 Handelstage. Wir sehen es hier in den 30ern, da hatten wir eine gleiche Entwicklung wie jetzt, was die Handelstage betrifft, also bis man es über 1000 Handelstage, aber der Markt ja in Richtung 300% sich entwickelt. Also von daher, man muss das ganz klar sagen, in der langfristigen Betrachtung ist die jetzige Aktienmarktentwicklung weder was die Dauer betrifft, noch was die Intensität im Anstieg betrifft, besonders spektakulär. Also von daher geht auch hier, muss man sich nicht ins Bockshorn jagen lassen. Eine weitere Kennziffer für den Aktienmarkt, die gerne herangezogen wird, ist natürlich wieder das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Deswegen habe ich Ihnen hier auch mal für den S&P 500 in Orange und für den DAX in Grün mal die aktuellen Level mitgebracht, die der Datenanbieter Thomson Reuters kalkuliert. Das jeweils hier mit den gestrichelten Durchschnittslinien. Und Sie sehen es, okay, USA liegt über seinem Durchschnitt, der DAX liegt noch drunter. Und das passt natürlich auch sehr schön zu den Daten, die wir vorhin gesehen haben. Der monetäre Impuls in den USA natürlich bedeutend größer. Und dementsprechend ist es natürlich von der Sachlogik auch nachvollziehbar, dass dem Aktienmarkt hier höhere Kursgewinnverhältnisse zugebilligt werden. Grundsätzlich ein Thema, auf das wir immer schauen, da es in der langfristigen Betrachtung ein wesentliches Thema ist. Wir schauen uns die Risikoprämie für den Aktienmarkt an und die Risikoprämie ist hier definiert als die Gewinnrendite. Das ist das umgedrehte Kurs-Gewinn-Verhältnis abzüglich der realen Rendite für 10-jährige Bundesanleihen. Und Sie sehen es am unteren Chart in grün dargestellt. Letztendlich im langfristigen Vergleich seit 1980 ist der Aktienmarkt nicht teuer und von dahingehend für uns ein Indikator, dass wir auf Sicht der nächsten 10 Jahre eher von positiven Börsen ausgehen. Das ist natürlich kein Timing-Instrument und keine Garantie, aber grundsätzlich fährt man mit der Betrachtung von Risikoprämien nicht schlecht und Sie können es auch gerne mal mit dem DAX vergleichen, mit der DAX-Entwicklung. Das Thema Risikoprämien wird zwar selten in der breiten Öffentlichkeit dargestellt, aber wenn Sie es für verschiedene Märkte betrachten und vor allem auch die Indikatoren wirklich mal analysieren, dann sehen Sie, dass das nicht der schlechteste Indikator ist, auch wenn er in der Praxis selten gezeigt wird. Sie sehen es ja zum Beispiel hier beim Jahr 2000, da war die Risikoprämie negativ. Ja, und wir wissen alle, was danach passiert ist. Grundsätzlich nochmal, auch hier nochmal eine Bestätigung aus der Praxis dessen, was ich vorhin in der Theorie geäußert habe. Wachstum ist nicht da, wo die Kurse steigen. Wir sehen es im Endeffekt hier in Orange, das ist der MSCI Emerging Markets, also der die Wachstumsländer zusammenfasst. In Grün sehen wir den MSCI World und wir sehen im Endeffekt, okay, die alte Welt läuft besser als die neue Welt, obwohl das reale Wirtschaftswachstum in der neuen Welt vielleicht doch etwas stärker ist als das, was wir hier in den westlichen Industrienationen sehen. Grundsätzlich, auch das ist mir wichtig, das mal aufzuzeigen, es gibt nicht den Aktienmarkt. Von daher, Sie sehen, es gibt im Aktienmarkt, es gibt kleine Wachstumsunternehmen, es gibt kleine werthaltige Unternehmen, es gibt mittlere Unternehmen.
Es gibt ausländische Aktien, es gibt im Endeffekt große Unternehmen, die günstig bewertet sind, es gibt große Unternehmen, die eher Wachstumsunternehmen sind. Und wenn Sie sich das mal betrachten, hier zum Beispiel mal 2003, dann sehen Sie, okay, wir haben hier oben, die haben plus 49% gemacht und im Endeffekt die Großen haben plus 30% gemacht. Also hier doch ein erheblicher Unterschied und Sie sehen es, wenn Sie mal die weiteren Zahlen betrachten, auch in den verschiedenen Zeiten, auch in der heutigen Zeit natürlich relevant. Da müssen wir gar nicht so weit schauen. 2011, die großen Wachstumsunternehmen, die Growth-Titel haben plus gemacht. Die ausländischen Titel haben Minus gemacht, die kleinen Unternehmen auch ein Minus. Also es gibt nicht den Aktienmarkt, wenn man es hier mal in Teile zerlegt und dementsprechend müssen wir mal schauen, über was wir genau reden. Und am Ende des Tages, auch das nichts Neues, die breite Streuung, also wenn Sie diese verschiedenen Aktiensegmente jedes Jahr gleich gewichten, dann sehen Sie mal hier die Entwicklung, man liegt tendenziell in der Mitte. Also ein relativ stabiles Ergebnis, was hier am Aktienmarkt auch zu erzielen ist, ist relativ simpel, aber meines Erachtens ist es ein genialer Ansatz, weil es vor allem auch die emotionalen Themen rausnimmt. Gehen wir in eine einfache Bewertungsmatrix, dann können wir den Aktienmarkt oder wir können jeden Markt in drei Segmente einteilen, in drei Abschnitte, hier mal für einen steigenden Markt. Im Abschnitt 1 haben wir die vorausschauenden Marktteilnehmer, die beginnen zu glauben, dass die Dinge besser werden. Also das sind dann die Freaks, die typischerweise gegen den Mainstream sind. Im zweiten Abschnitt sehen wir, naja, die meisten Investoren bemerken, dass es tatsächlich besser wird und der Wandel ist im Gange zum Positiven. Und der dritte Abschnitt, naja, alle Welt glaubt, dass es nur noch besser werden kann. Es ist die endlose Euphorie, die Masse, die Lemminge streben alle in die gleiche Richtung. Vielleicht noch ein bisschen Bildzeitungsindikator. Und wenn wir das momentan betrachten für den Aktienmarkt, dann aus unserer Perspektive ganz klar, wir sind hier im zweiten Abschnitt, weil die Masse der Anleger ist immer noch der Meinung, dass der Aktienmarkt mit erheblichen Risiken behaftet ist und dementsprechend aus unserer Perspektive hier ganz klar der zweite Abschnitt in der mittel- bis langfristigen Perspektive relevant. Grundsätzlich für Sie als Anleger immer die Herausforderung, hier mal für einen Zeitraum dargestellt und verschiedene Länder. Die Aktienmarktrenditen, die sind gar nicht so unattraktiv im langfristigen Zeitraum, aber ich verdiene als Anleger weniger. Warum verdiene ich weniger? Zum einen natürlich aktive Fonds, die ihren Index nicht korrekt abbilden, aber das kann man ja heute über ETFs und auch Fonds, die nicht an ihrer Benchmark kleben, ja lösen. Das Problem in vielen Fällen natürlich auch Anleger-Timing, also sie probieren natürlich hier zu kaufen, wenn es billig ist und zu verkaufen, wenn es teuer ist, da meistens das Gegenteil sich realisiert. Ist außer Spesen nichts gewesen. Das heißt, sie haben zwar die Bank reich gemacht, weil sie hin und her traden, aber selbst nichts verdient. Von dahingehend eine etwas ruhigere Hand in vielen Fällen doch durchaus mal anzuraten, um eben wirklich auch die Renditen zu verdienen, die der Kapitalmarkt bietet und nicht ständig den Trends hinterherzulaufen, die uns die Presse oder sonst wer weismachen möchte. Nur wer wagt, gewinnt, heißt für den Aktienmarkt und wir sind da, wie gesagt, momentan im mittelfristigen Bereich durchaus positiv gestimmt. Wo es morgen hingeht, weiß niemand, aber grundsätzlich Aktien, wenn man es sehr pauschal betrachten will, nicht mehr günstig, aber auch historisch betrachtet bei weitem nicht teuer, wenn man sich die Risikoprämien anschaut. Nicht in allen Märkten wird das Risiko momentan fair bezahlt. Die Emerging Markets als Wachstumsländer hier mit Sicherheit momentan noch mit Problemen. Und insgesamt glauben wir, dass wir im aktuellen Zinsumfeld auch noch höhere Multiplikatoren sehen werden, also auch höhere Kurs-Gewinn-Verhältnisse, weil, wenn Sie zurückdenken, vor einigen Jahren haben wir noch einer deutschen Bundesanleihe das 25-fache ihres Jahresertrages als Einstandspreis zugebilligt. Also die Anleihe hat einen Zins von 4% generiert. Wir mussten 100 dafür bezahlen, also haben wir das 25-fache des Jahresertrages bezahlt. Heute zahlen sie nicht mehr das 25-fache, sondern sie zahlen das 70-fache und trotzdem finden sich noch Abnehmer. Und von dahingehend gehen wir davon aus, dass die Bewertung für die Aktienmärkte hier sehr pauschal gesprochen weiter steigen werden. Genauso wie wir das auch bei den Anleihen oder auch ja zum Beispiel in Immobilien momentan in Deutschland sehen. In Relation zum Aktienmarkt, wenn wir die beiden großen Vermögensklassen vergleichen, ja, da sind sie günstig. Die Schwankungen sind unterhalb der historischen Tiefs und die Zentralbanken geben Anreize, Risiken einzugehen. Wir wollen ja die nächste Vermögenspreisblase anschieben und hoffen, dass wir damit die Realwirtschaft stützen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das funktionieren wird, aber nichtsdestotrotz, das zumindest doch mal der Masterplan hier im Hintergrund.
Beim Edelmetall sieht es ein bisschen schwieriger aus. In der Vergangenheit war es wirklich schön. Sie haben die addierte Notenbankbilanz der großen Notenbanken hier in Orange dargestellt, den Goldpreis in US-Dollar. Das ist schön parallel gelaufen. Gold wurde zum Mainstream und Sie sehen es im Endeffekt, die Notenbankbilanzen immer noch hoch, der Goldpreis abgestürzt. Die Hintergründe haben wir ja auch in einem Video ausführlich erläutert. Das geht rund 30 Minuten, aber ich denke, es vermittelt einen ganz guten Einblick zu der Situation. Auch hier die Zeiten ändern sich. Wenn Sie im Endeffekt den Chart auch mal betrachten, sicherer Hafen, das gilt auch nicht für jede Phase. Und momentan sehen wir ganz klar ja auch die Abkopplung. Das muss man jetzt wirklich ganz genau im Auge behalten. Aber in der Conclusio ganz klar abwarten angesagt. Sie sehen es hier, der Goldpreis ist durch charttechnische Linien durchgegangen, sowohl durch den Einmonatsgleitenden Durchschnitt, durch den Dreimonatsgleitenden Durchschnitt. Also hier ist erstmal kein wirkliches Aufdrängen von Handeln angesagt. Für uns das Edelmetall eine Reserve, ein Währungsersatz der letzten Instanz. Nichtsdestotrotz, physische Bestände sind hier natürlich zu halten, aber alles, was einer reinen Preisspekulation bedingt oder auch dort, wo vielleicht der Anteil an Edelmetallen in der Vermögensstruktur zu groß geworden ist, sollte man doch mal die eigene Meinung auch skeptisch hinterfragen, genau wie man es ja auch für jede andere Vermögensklasse und jeden Vermögenswert tun würde. Ja, wo Gold ist, da ist Silber nicht weit. Dementsprechend das Gold-Silber-Price-Ratio hier mal dargestellt im Vergleich. Und Sie sehen, momentan pendelt das wieder in Richtung Gold. Also das heißt im Endeffekt im Verhältnis zu Gold erscheint der Silber etwas zu günstig. Aber auch das müssen wir mal genau betrachten. Es gibt ja auch Stimmen, die davon ausgehen, dass dieses Verhältnis mal wieder auf 15 zurückgehen könnte. Das würde natürlich bei annähernd stabilen Goldpreisen ein extremes Potenzial für Silber bedeuten. Ich traue mir nicht zu, das zu beurteilen, aber persönlich kann ich nur sagen, dass ich ein größerer Silber- als Goldfan bin, weil Silber eben auch eine gewisse Rolle in der Industrie spielt und dementsprechend nicht nur die Währungskarte setzt. Auch hier nochmal die Relation, mal die in der Aktienmarkt hier gemessen am MSCI World in US-Dollar zur in US-Dollar notierenden Feinunze Gold. Sie sehen den relativen Chart. Den Chart lesen Sie bitte so, dass wenn wir hier sehr weit oben sind, wie das, was wir im Jahr 2000 gesehen haben, dann sind die Aktienmärkte sehr teuer, Gold ist billig. Sie wissen, was dann die letzten 12 Jahre passiert ist. Der Aktienmarkt ist mehr oder weniger seitwärts gelaufen, Gold ist mit zweistelligen Jahresraten gewachsen und dementsprechend sehen wir nun, dass sich die Situation umgekehrt hat. In dieser relativen Betrachtung ist der Aktienmarkt im Verhältnis zu Unze Gold bedeutend günstiger. Und wir halten es durchaus für realistisch, dass dieses zarte Pflänzchen, was Sie hier am rechten Rand sehen, eher wieder sich in diese Richtung bewegen wird. Also sprich, erstmal positiv für den Aktienmarkt, weniger positiv für Gold. Auch hier wieder unsere einfache Markteinteilung. Sie wissen, im ersten Abschnitt, wenn es runtergeht, es gibt wenige kluge Investoren, die erkennen, dass die Dinge nicht rosig aussehen, trotz des gerade herrschenden Optimismus. Also das waren jetzt bezogen aufs Gold die Investoren, die letztes Jahr schon gesagt haben, okay, Gold, die Story ist erstmal gelaufen, weil Eurozone wird nicht auseinanderfallen, Inflation offiziell kein großes Thema, die USA spricken auch nicht über die Fiscal Klippe, also über die fiskale Klippe drüber. Dementsprechend macht es Sinn, im Endeffekt hier Volumen zu reduzieren. Und dann im zweiten Abschnitt kommen natürlich die Investoren dazu, dass sich das Umfeld verschlechtert. Ich glaube, das ist die Phase, bei der wir uns momentan beim Edelmetall, konkret beim Gold, befinden. Und irgendwann kommt natürlich der dritte Abschnitt, ja, auch wieder unser Bildzeitungsindikator. Und dann kommt die Meinung, dass es nur schlechter werden kann. Aber ich glaube, diese Einteilung ist sehr intuitiv und Sie können ja mal selbst schauen, wo Sie die Vermögensklassen wie Aktien, Gold, Rohstoffe und ähnliches einordnen. Fazit Edelmetalle, trotz Geldmengenwachstum bisher keine offizielle Inflation. Die Teuerung sehen wir nur bei den Vermögenspreisen und auch hier muss man natürlich sagen, Gold ist natürlich auch nur ein Vermögenspreis. Grund hierfür, der Transmissionsprozess ist gestört und auch das Systemrisiko durch die Zentralbanken vorerst gebannt. Und natürlich ganz klar, der Schmerz wird natürlich bei den Edelmetallinvestoren größer. Wenn der Goldmarkt 20% fällt, während der Aktienmarkt 20% steigt, dann sind das eben 40% Differenz und das tut dann irgendwann weh. Und wenn dann noch die Stimmung dreht, dann sehen Sie eben schnelle und harte Kursbewegungen nach unten. Und das ist ja der Effekt, den wir feststellen durften.
Kurzfristig, da stehen wir zu unserer Meinung, die wir bereits ja seit langem vertreten. Sehen wir auch vielleicht unsere Mitteilung oder Pressemitteilung im Herbst, Winter letzten Jahres gesehen. Da war ja auch ganz klar die Aussage, dass beim Gold die Treiber fehlen. Und das sehen wir weiterhin so. Ein Neukauf drängt sich aktuell nicht auf. Aber, das dürfen wir nie vergessen, langfristig ist es natürlich attraktiv, physisches Metall im direkten Besitz zu halten. Auch hier als Schutz vor der Politik und vor den Kapriolen, die vielleicht die Finanzmärkte und auch andere hier schlagen könnten. Vorsicht auch bei anderen sicheren Häfen angesagt. Hier mal die beliebten dänischen, Schweizer oder auch kanadischen Staatsanleihen. Sie sehen es mal hier für zweijährige Staatsanleihen. Die Renditen, das hier ist die Nulllinie. Wir waren sogar im negativen Bereich. Also die Investoren haben Geld bezahlt, damit sie der Schweiz ihr Geld leihen konnten oder auch Geld bezahlt, damit sie ihr Geld in dänischen Staatsanleihen anlegen durften. Das ist natürlich eine Anomalie und ich glaube, das wird sich auch mal wieder in die andere Richtung bewegen. Und das kommt so ein bisschen in Optimismus in den Euro momentan zurück, auch wenn diese Meinung natürlich gegen den Trend ist. An der Stelle sehen Sie mal die verschiedenen Rohstoffsegmente im Vergleich. Letztendlich auch hier, die Rohstoffstory drängt sich momentan nicht auf. Das auch in Linie mit unseren Erwartungen, die wir geäußert haben. Und hier ganz klar, wenn Rohstoffe dann noch in gezielte einzelne Projekte zu investieren, anstatt plump in den breiten Index. Und auch hier sehen wir momentan die Rohstoffstory nicht wirklich relevant. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, zum Beispiel auf Australien, was wir momentan sehr kritisch sehen. Dort mit Sicherheit Potenzial für weitere Zinssenkungen, aber natürlich auch hier eine Fluchtwährung, die in der Zukunft mit Problemen zu kämpfen haben könnte. Im Vergleich der verschiedenen Vermögensklassen sehen wir es mal hier schön in dem Zeitablauf dargestellt. Quasi das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis für die verschiedenen Ebenen in Orange für den amerikanischen Aktienmarkt. Dann sehen Sie hier die anderen Linien, das sind Emerging Market Anleihen oder auch verschiedene Unternehmensanleihen. Und Sie sehen zum Endeffekt dieser massive Anstieg nach der Finanzkrise, gerade bei den Anleihen. Die meisten Investoren haben sich aus dem Aktienmarkt zurückgezogen, aber man muss ja trotzdem ein bisschen Geld verdienen. Also hat man im Endeffekt hier in die Anleihesegmente investiert und hier die Preise massiv nach oben getrieben, sodass hier wirklich nur noch sehr geringe Renditen zu generieren sind. Die aufgeblasenen Vermögenspreise, auch das sieht man schön in der Darstellung, dass jeweils die am Kapitalmarkt gehandelten Renditen ohne Berücksichtigung von Kosten, aber unter Einbezug der Abgeltungssteuer und Sie sehen schon, Unternehmensanleihen Eurozone 1,44, Anleihen Schwellenländer, die auf Euro notieren 2,11, das ist ja nicht wirklich viel und auch die Anleihen niedriger Bonität, Sie sehen es hier hinten, der Index nur noch mit 3,46 nach Steuern, also doch hier sieht man die massiven Anlagenotstand und auch die aufgeblasenen Vermögenspreise, die wir im Anleihesegment sehen. Also hier die monetären Impulse der Notenbanken plus die Verunsicherung der Anleger haben hier doch massive Veränderungen herbeigeführt. Die Folgen für die eigene Finanzplanung, ein wesentlicher Aspekt natürlich, wir sollten mit den richtigen Annahmen rechnen. Hier mal als Beispiel herbeigeführt die klassische kapitalgedeckte Lebensversicherung. Aber das nur für Sie nur ein Rechenexempel. Hier mal mit den Zahlen, die sind zugegebenermaßen noch vom Jahr 2010 beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft finden Sie diese Zahlen auf aktueller Basis zum Bilanzstichtag 31.12.2012. Nichtsdestotrotz, mir geht es nur um die Systematik. Sie haben eben die Renditen gesehen, die im Bereich von festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen sind. Und Sie sehen hier, 90% der Anlagen der Versicherungswirtschaft sind eben in diesen Papieren. Und jetzt kommt relativ simple Mathematik. Wenn 90% Ihrer Kapitalanlagen eine Rendite von 4% generieren, dann ist das eben ein Beitrag von 3,6%. Und wenn Sie 10% haben, die vielleicht in Immobilien, Infrastruktur oder auch Aktien liegen, dann lassen wir die mal 8% generieren. Und wenn Sie das addieren, kommen Sie eben auf 4,4%. Ich habe ein bisschen Kosten abgezogen, ich habe ein bisschen Steuer runtergerechnet, weil je nachdem, ob die Versicherung im betrieblichen Bereich abgeschlossen wurde, als Riester-Produkt oder in der ersten Schicht, dann gehen natürlich Steuern ab. Altverträge können noch anders aussehen, aber grundsätzlich nehmen wir mal hier eine Steuer an und Sie sehen im Endeffekt die Renditerwartung in meinem simplifizierten Rechenbeispiel bei 2,8% vor Steuern, nach Steuern, aber vor Inflation. Und meines Erachtens habe ich hier die Annahmen bezüglich der Kosten in der Rendite zu positiv eingesetzt, also sprich die Kosten zu niedrig und die Rendite zu hoch, aber es soll ja auch nur mal ein Denkanstoß für Sie sein und setzen Sie doch mal die Zahlen ein, die Sie für sehr plausibel halten und schauen damit, welche Renditeerwartung für die Zukunft zu rechnen ist.
Das ist ein Riesenproblem. Meines Erachtens die gesamte kapitalgedeckte Altersversorgung, die auf zinsbasierten Schuldtiteln aufgesetzt ist, die wird ein Problem haben, reale Renditen zu generieren. Und rechnen Sie doch mal Ihre persönliche Ruhestandsplanung für die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre mit realen Renditen von Null. Das wird eine große Ernüchterung geben. Und das ist noch ein Thema, das uns hier in der westlichen Welt vor erhebliche Schwierigkeiten stellen wird. Auch hier das Thema nochmal dargestellt, praktische Anwendung von dem, was wir uns eben angeschaut haben. Sie sehen mal hier einen Investmentfonds, der zu 70% in Anleihen der Eurozone investiert und zu 30% in Aktien. Ein hervorragend gemanagter Fonds aus meiner Perspektive. Ich habe das Beispiel daher ausgewählt, da er jeden Monat wieder das Verhältnis von 70% Anleihen und 30% Aktien herstellt. Und Sie sehen es, eine tolle Entwicklung, Vergangenheitsentwicklung, auch super für Marketingbroschüren. Aber auch hier natürlich ganz klar, Konzept hat super funktioniert. Worum es mir hier geht, ist, Ihnen mal zu zeigen, okay, ich habe jetzt mal die 8-Jahres-Entwicklung genommen, das sind 6,62%. Und wir machen häufig die Erfahrung, dass Anleger oder auch Berater diese Vergangenheitsentwicklung für die Zukunft fortschreiben. Und das wollen wir an dieser Stelle nun mal kritisch hinterfragen. Weil gesunder Menschenverstand und Teamarbeit verhindern jedoch, dass Fehler gemacht werden. Also unser einfaches Rechenbeispiel wieder, 70% der Anleihen generieren eine Rendite von 3%, das sind also 2,1% als Ergebnisbeitrag. Und nun muss man sich ja die Frage stellen, was müssen die 30% Aktien an Rendite generieren, damit sie eben die Rendite erreichen, die im Schnitt der letzten 8 Jahre erzielt worden ist, also ungefähr diese 6,6%. Und wenn Sie mal kurz drüber nachdenken, dann werden Sie feststellen, dass natürlich der Aktientopf hier 15% pro Jahr liefern muss, weil auch hier der Ergebnisbeitrag, wenn 30% Aktien sich mit 15% entwickeln, dann ist das ein Beitrag von 4,5%. Und wenn Sie diese 4,5% der Aktien zu den 2,1% aus Anleihen addieren, dann sind Sie eben bei diesen 6,6% mir zur Vereinfachung jetzt natürlich mal ohne Kosten dargestellt. Und diese Rechenmethode können Sie natürlich auch auf jede andere Art von Vermögensklassen anwenden, weil letztendlich das Chance-Risikoprofil einer Kapitalanlage und auch die Annahmen für die Zukunft ergibt sich natürlich nicht aus den Renditen der Vergangenheit, sondern natürlich aus dem aktuellen Niveau. Und hier sollte man doch mal hinterfragen, mit welchen Annahmen man für die Zukunft operieren möchte. Das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sind ein bisschen über die Zeit. 35, 40 Minuten waren angepeilt. Jetzt waren es 47 Minuten. Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.